Willkommen zurück bei World of Warcraft. In den letzten beiden Folgen haben wir Schneiderei und Verzauberkunst hochgejagt. Schneiderei auf 290, Verzauberkunst auf 300, dass wir für die Scherbenwelt dann gerüstet sind. Wir sind Level 52. Und haben noch Quests hier aus den Pestländern, die sind schon grau. 460 EP, die können wir löschen. Abbrechen. Gut, damit haben wir noch die eine Quest für den Dunkelmond-Jahrmarkt. Die haben wir auch schon ewig. Die können wir Dunkelmond-Jahrmarkt dann am 8. Viertens nächste Mal abgeben. Achte Vierte? Ne, dritte Vierte, genau. Moment, ich guck grad mal, was uns hier angeboten wird. Sümpfe des Elends, Krater von Ungoro, Winterquell, versunkener Tempel. Sümpfe des Elends sind von 52 bis 54. Das ist am nächsten. Sengende Schlucht ist von. Jetzt muss ich gucken, wo war denn die Sengende Schlucht? Brennende Steppe. Sengende Schlucht 47 bis 51. Dann würde ich sagen, wir nehmen die Sümpfe des Elends. Annehmen. Sengende Schlucht wollen wir nicht. Und wir werden jetzt bis Level 55 questen. Heißt, das wird nicht so lange dauern. Erstmal Flugtier nach Dämmerwald Dunkelhain. So, wo sind wir dann? Dunkelhain, Sehr Dämmerwald. Genau da wollen wir hin. Von da aus kommen wir dann in die Sümpfe des Elends. Dungeon Browser. Wir haben Düsterbruch gemacht, wir haben Stratholme gemacht, wir haben Sulfarak gemacht. Jetzt ist in Schwarzfelstiefen Gefängnis, Bezirk. Heißt es, glaube ich, versunkener Tempel und Schwarzfelstiefen oberes Viertel. Jo, dann machen wir bis Level 55. Dann werden wir die drei Innis machen. Ich weiß nicht, ob dann noch was freigeschaltet wird an Innis hier aus der Classic-Version. Ich glaube, mit 58 wird direkt dann Höllenfeuer Insel Innis freigeschaltet. Deswegen, ich möchte auf jeden Fall erstmal die alten Innis durchlaufen, bevor ich dann in die Scherbenwelt gehe und da auch die Innis mache. Ja. Heißt, wir haben da noch drei Innis, pro Inni circa ein halber, dreiviertel Level. Mit 58 können wir dann in die Scherbenwelt. Moment, will ich gerade noch mal gucken. Scherbenwelt 58 bis 63, genau. Da questen wir jetzt erstmal bis Level 55. Wir sind ja kurz vor 53, heißt 2 Level und 21% fehlen uns noch. Das wird also jetzt nicht so lange dauern. In den Sümpfen des Elends. Und ja, wenn wir das geschafft haben, die 55, dann noch die Innis und dann direkt in die Scherbenwelt. So, von Dunkelhain aus reiten wir Richtung Osten. Hier ist jetzt einmal Durchgang,
Gebirgspass der Toten Winde. Hier unten ist Karasan. Das ist eine Level 70 10 Mann Raid. Für mich persönlich einer der besten Raids, die es jemals gab. Anspruchsvoll, aber nicht unmöglich. Also man hat teilweise schon da mit einer 10-Mann-Gruppe lange drin gehangen, um es zu schaffen. Das Nervigste war das Schach-Event dabei. Aber ja, es war einer der besten Raids, die es hier gab. Im Spiel. Zu Burning Crusade Zeiten im Allgemeinen, die Raids waren sehr gut, anspruchsvoll, schaffbar, haben Spaß gemacht mit einer intelligenten Bosskämpfen, was heutzutage teilweise an Raids und Inis hingeknallt wird, ist manchmal schon lächerlich. Also ja, vor allem wenn man über einen Raid Browser reingeht, man rennt einfach so durch und braucht nicht mal irgendwelche Bosskämpfe kennen. Oh, hier ist ein Silber-Elite. Wir sollten vielleicht erstmal umspecken, bevor wir irgendwas machen. Kurz hinsetzen, was trinken. Und dann holen wir uns mal hier den Silber-Elite. Genau. So. Ja, das dürfte erstmal reichen. Ach, kein Problem hier. Fallen ja schon fast um, bevor sie bei uns sind. Fallen sogar um, bevor uns waren. 15.000 EP für den einen Kill. Ist doch geil. So. Hier ist ein Flugpunkt. Und wir müssen ans komplett andere Ende vom... Was war denn das? Hängt irgendwie. Drachenschlund Ödland. Ach, das wird jetzt auch angezeigt, wo es zwischendurch noch Flugpunkte gibt. Das ist interessant. Das wusste ich auch jetzt nicht. Hallo? Was ist denn das hier? Irgendwas stimmt mit meiner Maus nicht. Naja. Gut, egal. Ja, so geht's schon. Hängt ab und zu die Maustaste. Naja, wird in letzter Zeit sehr beansprucht. So, gut. Wir reiten jetzt durch die kompletten Sümpfe des Elends. Unterwegs werden wir wahrscheinlich hier ein paar Mobs ziehen. Aber so weit wie möglich werden wir einfach durchreiten. So. Genau hier mitten durch die Gegner. Das ist natürlich auch sehr sinnvoll. Ja, und abgemountet. Eieiei. Hallo? Also, irgendwas stimmt absolut nicht mit der Maus. Ja, ich bin ja gleich hier durch. So, da drüben müssen wir hin. Gift. Können wir uns entgiften? Nö, können wir nicht. Gut, hier sind wir jetzt.
geben hier unsere Quest ab. Was liegt an? Schönen Tag auch. Besorgt 6 intakte Makura-Schwänze von Sumpfstrand-Makuras. Annehmen. So. Flugpunkt. Hier drüben ist auch noch eine Quest. Sammelt 10 Flaschen gestohlenen Silberschnapp-Pirinja von Schlickkriechern. Ja, dann würde ich sagen, da können wir direkt hier anfangen. Und liegt. Passt. Oh, das ist doch nervig mit der Maus. Das ist etwas nervig. Flüchtet. Nicht flüchten. Bei mir bleiben. Und es hat nicht jeder drin. Eieiei. Naja. Müssen wir halt ein paar mehr kennen. Oh je. Ja, ja. Du kannst machen, was du willst. Wenn ich hier aus dem Wasser gehe, bist du sowieso weg. Das ging schnell. Schlickkriecher. Ah, da ist ja immer noch der Depp hier. Verpiss dich. Ja, ich habe zwar gerade eben die Aufnahme erst angefangen, aber so wie es momentan aussieht, muss ich wahrscheinlich nach einer Folge die Aufnahme erst beenden und mir erstmal eine neue Maus holen. Nervig. Sehr nervig. Level Up 53. Gab jetzt nichts Besonderes. Nicht weglaufen. Gewährt Unterwasseratmung. Ne, das ist doch schön. So, den Hammer. Da, da, da. Ja, wir können hier ruhig noch mehr auf einmal abholen. Wir sind zwar kein Krieger, aber den Schaden wir halten uns dann aus. So. Na, geht doch. So, den hier noch holen. Das ist halt das übliche Killen. Aber wenn ich mir hier so die Erfahrungspunkte-Leiste anguck, ja, ich glaube, ich mache jetzt erstmal bis zu 55. Dann werde ich die Aufnahmesession beenden, und dann werde ich mir erstmal eine neue Maus holen. Ärgerlich. So. Ja, da, das. Irgendwie hängt das. Also immer wenn ich mit der rechten Maustaste klick, hängt es manchmal. Ist halt nervig, weil durch die rechte bewegt man sich nach links und rechts. Ja, muss ich mal gucken, was ich mache. Ne, der hier war zu weit weg. Und das Ärgerlichste dabei ist, die Maus habe ich mir erst vor 2 Wochen geholt. Keine Ahnung, was da mit der Maus ist. Ja. Aber es geht ja einigermaßen.
Jetzt in Innings wäre es etwas blöd, vor allem bei als Heiler, wenn man dann gerade läuft und dann geht's nicht mit dem Heilen. Entschuldigung. Naja, gucken wir mal. Na komm. Sehr schön. So, und das war's. Quests beendet. Zwei Stück. Und allein durch die Kills jetzt schon 15% gemacht. Mehr sogar. Wir haben ja... Wir waren ja noch 52 gewesen. Gehen wir erstmal die Quests hier unten ab.